Willkommen zum Wahlduell von Radio Basilisk und der Basel-Landschaftlichen Zeitung vor den Nationalratswahlen vom 23. Oktober. Mein Name ist Leif Simonsen. Unsere Gäste heute im Studio sind einerseits der Baselbieter SVP-Nationalrat und Ständeratskandidat Kasper Bader. Der Rechtsanwalt ist seit 1998 im Nationalrat und seit 2001 Fraktionspräsident der SVP. Er hat eine eigene Kanzlei in Gelterkinden und ist nebenamtlich als Präsident beim Baselbieter Steuer- und Enteignungsgericht tätig. Andererseits haben wir hier die grünliberale Basler Grossrätin Martina Bernasconi. Die Philosophin und Lehrerin sitzt mit einem grösseren Unterbruch seit 1998 im Grossen Rat. Von 1998 bis 2000 für die Frauenliste, seit 2009 für die Grünliberale. Die Martina Bernasconi ist seit 2003 Inhaberin von der philosophischen Praxis Denkpraxis. Meine erste Frage an Sie, Frau Bernasconi, ist, haben Sie das Wahlkuvert schon abgegeben? Ja, das habe ich gerade bekommen, letzte Woche oder anfangs diese Woche, ich weiß gar nicht mehr, und ich habe es ausgefüllt und gerade wieder abgeschickt. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Bader? Ich habe es noch nicht abgegeben, aber heute über den Mittag beim Mittagessen ausgefüllt. Und Frau Bernasconi, wer wählen Sie? Mich selber sicher, grünliberal. Sind Sie auch von sich so überzeugt wie Frau Bernasconi, Herr Bader? Also beim Ständerat habe ich selbstverständlich auch mich selber gewählt, beim Nationalrat auch zweimal auf die Liste hier. Und dann habe ich aber noch Kollegen und Kolleginnen auf der Liste gelassen. Also aber auch nur SVP? Nur SVP, natürlich. Wie gross schätzen Sie Ihre Chancen ein, am 23. Oktober ins Stöckli zu ziehen? Die Chancen sind aus heutiger Sicht durchaus intakt. Es kann sein, dass es einen zweiten Wahlgang gibt. Wir sind drei Kandidaten. Und von dort her kann es sein, dass keiner das absolute Mehr oder keine das absolute Mehr überkommt im ersten Umgang. Aber als Nationalrat sind Sie gesetzt? Das weiss man nie. Das werden wir sehen am 23. Oktober. Was sagen Sie, Frau Bernasconi? Sehen Sie Chancen, nach Bern zu ziehen, nach dem 23. Oktober? Für mich persönlich sehe ich sicher eine Chance und auch für die Grünliberalen insbesondere. Es kommt ja darauf an, wir haben eine Listenverbindung mit der CVP und wir rechnen eigentlich damit, dass die Listenverbindung CVP, EVP, Grünliberale und BDP, dass wir zusammen einen Sitz werden machen für Basel-Stadt. Und dann ist es einfach intern, ob das ein Kandidat, Kandidatin von der CVP ist oder von uns Grünliberalen. Könnten Sie damit leben, dass zum Beispiel ein von der BDP, was die Nachfolgepartei von der SVP ist? Das stimmt aber ganz und gar nicht. Die haben eine andere Politik als wir. Die haben eine andere Politik und in Basel-Stadt wäre es jetzt sehr unwahrscheinlich. Die BDP hat sich, glaube ich, vor einem Monat formiert und das ist fast unmöglich, dass sie jetzt prozentual mehr Stimmen hat als die CVP oder die Grünliberalen. Herr Bader, Ihre Gegner stufen Sie als SVP-Parteisoldat ein, wären Sie bereit, im Stöckli von Ihrer Linie abzuweichen? Schauen Sie, das hängt ja mit meiner Funktion zusammen. Ich bin seit 10 Jahren bin ich Fraktionspräsident und die Aufgabe des Fraktionspräsidenten ist ja Ziel, das die Partei beschließt, einzubringen in das Parlament, in den Nationalrat und in den Ständerat. Und darum muss ich natürlich die Ziele, die wir mit der Partei beschließen, vertreten. Und ich als Fraktionspräsident stand ja immer im Rampenlicht und muss die nach aussen gegenüber den Medien vertreten. Aber ich habe bereits angekündigt, ich werde auf Ende dieser Legislatur aufhören als Fraktionspräsident. Ich habe dann das 10 Jahre gemacht und damit bin ich auch ein bisschen freier. Das heisst, Sie werden nach links rutschen? Das habe ich überhaupt nicht gesagt und das werde ich nicht machen. Ich habe meine Meinung, meine klare Politik und die werde ich weiterverfolgen, aber ich werde nicht mehr diese Funktion als Fraktionspräsident ausüben. Ihr Abstimmungsverhalten bei den Bundessubventionen zur Uni Basel hat Ihnen nicht nur Sympathie gebracht. Sind die Medien da mit Ihnen ein bisschen hart ins Gericht gegangen? Schauen Sie, die Medien haben die Situation auch nicht ganz erkannt. Es ist nicht um Geld für die Uni gegangen, sondern es ist darum gegangen, ob man die Übergangsregelung bzw. den Übergang für einen Auszahlungsmodus vom Geld an die Uni und Kantone will ändern auf 1. Januar 2013. Aber das der Herr stimmt Malama, nicht ganz. Der Herr Malama hat einen Antrag gestellt, dass man den Übergang muss rauszögern muss, bis man eine Lösung hat mit Basel-Land und Basel-Stadt. Ich habe mich für die Sache entschieden, weil ich gesagt habe, der Übergang muss am 1.1.13 sein für die ganze Schweiz, für alle Universitätskantone, weil dann auch das neue
Gesetz über Hochschulförderung und Koordination in Kraft tritt. Und es kann nicht sein, dass wir ein neues Gesetz in Kraft setzen für die Hochschulen und keine Koordination, keine Harmonisierung machen beim Auszahlungsmodus. Der Bundesrat Burkhalter hat bei uns im Parlament klar gesagt, das kann man nachlesen im amtlichen Bulletin, dass er bereit ist, für Basel, Basel-Land, eine Lösung zu suchen. Und ich habe es auch öffentlich in der Volksstimme gesagt, ich bin bereit zu vermitteln zwischen den beiden Erziehungsdirektionen und dem Herrn Burkhalter. Sind Sie aber jetzt zufrieden mit dem Ergebnis? Also ich meinte jetzt auch mitten im Wahlkampf, das hat Ihnen doch schlussendlich, auch wenn Sie jetzt, da mache ich kein Urteil, ob Sie in der Sache recht haben, aber schlussendlich hat das doch Ihnen persönlich geschadet, dass Sie so kurz vor den Wahlen so etwas machen, wo da bin ich jetzt überzeugt, dass unsere Universität, sie ist bei der Basel, also es ist für die ganze Region, die wirklich schadet. Es schadet. Schauen Sie, das schadet der Universität überhaupt nicht. Die Universität kommt durch den Beschluss, und er ist übrigens nicht durch mich beeinflusst worden. Der Beschluss war im Ständerat ganz klar gewesen. Aber der Ständerat hat das nicht wollen. Und der Nationalrat hat mit 77 zu 74 Stimmen entschieden. Also es ist auch nicht an meiner Stimme gegangen. Nein, ich bereue es nicht, weil es von der Sache her richtig ist, den Auszahlungsmodus zu ändern, zusammen mit der Inkraftsetzung von dem neuen Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz. Das ist das einzig Richtige. Und die Mehrheit der Universitätskantone, 6 Universitätskantone, haben kein Problem mit der Umstellung. 4, und wenn man Basel-Land dazu rechnet, 5, die haben eins. Aber der Herr Burkhalter hat, wie gesagt, ist bereit, eine Lösung zu suchen, und ich helfe mit, dort zu vermitteln, wenn es das braucht, zwischen unseren Erziehungsdirektoren und dem Bundesrat. Schön. Wenn Sie es auch machen und wenn es eine Lösung kommt. Wissen Sie, ich habe schon manchmal geholfen, vermitteln, sei es zwischen der Gemeinde und dem Bund. Ich bin aber auch bereit, zwischen dem Kanton und dem Bund zu vermitteln. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Zu den Grünliberalen. Im letzten halben Jahr haben die sicher auch profitieren von der Katastrophe von Fukushima. Der Effekt ist jetzt ein bisschen verpufft, denkt es mir. Haben Sie nicht Angst, dass das Ihnen Stimmen wird kosten? Nein, gar nicht. Weil, also, wir sind überhaupt keine Effekthascherei-Partei. Die schreckliche Katastrophe, als man aus dieser Kapital schlagen kann, das ist nie in unserem Sinn gewesen. Wir haben klar, schon vor Fukushima sind wir ganz klar hinter dem Atomausstieg gewesen. Und für das, nein, das finden wir eher gut. Also gut, ich finde das nach wie vor. Ich habe es gerade heute gehabt. Es ist eigentlich, was in Japan heute noch ist, ist ja eine Katastrophe. Und man hört überhaupt nichts. Es hat keinen Effekt mehr. Es ist wie wieder vor dem 11. März. Und nein, das haben wir gar nicht das Gefühl, dass das uns schadet. Wir machen ganz konsequente Politik von Anfang an, seit es uns gibt. Und in Basel-Stadt hat man jetzt auch gemerkt, dass wir wirklich Inhalt haben und ganz klar eine Linie gehen. Im Moment ist trotzdem die Wirtschaftskrise, die beschäftigt. Herr Bader, haben Sie das Gefühl, dass die Wirtschaftskrise die bewährten Parteien könnte nutzen könnte? Dass die Wähler sagen, wir wählen jetzt Parteien, die uns durch dick und dünn gebracht haben in den letzten 50 Jahren. Wissen Sie, es geht nicht ums Nutzen für eine Partei oder nicht. Die Wirtschaftskrise, und ich glaube, es könnte in die Richtung laufen, ich bin auch nicht Prophet, die macht natürlich vielen Leuten Angst. Sie sorgen sich um einen Arbeitsplatz, zu Recht. Wenn ich sehe, in Basel-Land, in unserer Region, Basel-Stadt ist gesehen, hat eine Firma bereits 600 Leute entlassen oder angekündigt, dass sie sie entlassen muss. Also es gibt schon Anzeichen, dass wir schwereren Zeiten entgegenlaufen. Und darum ist halt schon wichtig, dass wir alles daran setzen, dass wir die Arbeitsplätze können erhalten in diesem Land. Und da braucht es eine gute Standortattraktivität, dass die Firmen hier bleiben, nicht ihre Arbeitsplätze verlagern. Da haben wir ein Problem mit dem harten Franken. Darum muss man Kosten senken für die Unternehmungen. Zuerst müssen sie das selber machen. Jede Firma ist selber verantwortlich. Das ist der KMU-Betrieb, das ist aber auch ein internationaler Konzern. Und vom Staat her, von der Politik her, müssen wir uns schon fragen, was können wir dazu beitragen, dass die Firmen die Kosten senken können. Und da gibt es einerseits die Steuerbelastung der Unternehmungen, die wir anschauen müssen. Das ist ja interessant. Basel-Stadt redet davon, dass allenfalls die Unternehmenssteuer senken will. Ich wäre froh, wenn sie das machen, weil das gibt dann auch auf Basel-Land noch ein bisschen Druck. Und dann das andere ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, sind Transportkosten. Da sind wir uns dann wieder nicht mehr einig. Und die Energiekosten.
Wir können doch nicht in unserem Land einen der wichtigsten Produktionsfaktoren, die Energie, dauernd verteuern. Und damit vertreiben wir die produktiven Arbeitsplätze. Also dort, wo es um Produktion geht, wo es Strom braucht, die Arbeitsplätze vertreiben wir. Und das sind halt auch ganz wichtige Arbeitsplätze. Wir können nicht nur studierte Arbeitsplätze in unserem Land halten. Wir können den Strom nicht verteuern, wenn Natürlich. Wir uns klar bewusst sind, dass eben der sogenannte billige Atomstrom, wenn man eine Vollkostenrechnung macht, ist das überhaupt kein billiger Strom. Und es geht doch darum, also wir von den Grünliberalen haben ja eine Initiative Energie statt Mehrwertsteuer, wo wir genau wollen, dass eben die erneuerbaren Energien belohnt werden quasi, also die können günstiger gehalten werden und eben die sogenannte bösen oder die nicht erneuerbaren Energien, dass man dort mehr muss zahlen. Schauen Sie, das Wichtigste ist doch, dass wir auch in Zukunft genügend kostengünstigen Strom haben. Ich bin Präsident vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband, von den Schweizer Kraftwerkbetreiber. Ich weiss, was erneuerbare Energien sind. Die wichtigste erneuerbare Energie ist die Wasserkraft. Und gerade in der hätten wir auch ein Ausbaupotenzial. Und gerade dort ist dann wieder die grüne Seite, die dagegen ist, wenn ich an die Erhöhung der Grimselstaumauer denke und so weiter. Wir hätten ein Potenzial und könnten das nutzen. Und man macht aber überall Opposition. Im Wallis sind 20 Projekte hängig und überall ist Opposition gegen den Ausbau. Das dürfen wir nicht machen, weil das führt zu einer Verteuerung von der besten Energie, die wir in diesem Land haben. Und jetzt hier auf die Grünen, Herr Bader, Frau Bernasconi ist eine Grünliberale. Ich weiss es, aber sie hat ja eine grüne Seite. Ja, ganz sicher, einen grünen Kern sogar, nicht nur eine Seite. Sie kommt ja ursprünglich eher von der linken Seite, zu den Grünliberalen. Nein. Herr Bader, Sie haben keinen grünen Kern, wenn Sie damit sagen wenn Sie... Ich gehöre ja der SVP an. Und die SVP ist die urgrüne Partei, sage ich immer, weil wir stehen sehr nah bei der Landwirtschaft, wir stehen auch nah bei der Natur. Die Bauern sind ja die, die letztlich unsere Umgebung pflegen und dafür sorgen, dass wir alle genügend zu essen haben. Böse Zungen behaupten, die Bauern sind die, die ihnen die Wählerstimmen bringen. Was sagen Sie dazu? Wir sind längst keine Bauernpartei mehr. Wir haben sicher grosse Anhängerschaft in der Landwirtschaft, zu Recht, weil wir schauen dafür. Wir sind gegen ein Agrarfreihandelsabkommen, weil man sonst unseren Landwirtschaftsbetrieb kaputt macht. Aber wir sind auch eine Gewerbepartei, wir sind auch eine Partei vom Mittelstand. Wir setzen uns für all die Leute ein, die jeden Tag am Morgen aufstehen, gehen arbeiten, sich in ihre Familien und die Gesellschaft einbringen. Wir wollen, dass Arbeit sich lohnt, dass Arbeit auch entschädigt wird. Für das setzen wir uns ein. Wieso sind Sie dagegen das Freizügigkeitsabkommen? Beim Freizügigkeitsabkommen geht es ja darum, dass wir jegliche Steuerbarkeit von der Zuwanderung aufgegeben haben. In den letzten fünf Jahren sind 380'000 Leute in die Schweiz gekommen. Das ist so viel, wie die ganze Bevölkerung von der Stadt Zürich zusätzlich in die Schweiz kommen. Ja, das schafft ein Riesenproblem mit den Infrastrukturen. Sie tun auch sehr viele wichtige Beiträge im Topkader, aber auch bei dieser Arbeit, die niemand von uns mehr machen will. Fachkräfte, x Ja, wir brauchen ausländische Arbeitnehmer in unserem Betrieb. Das ist mir ganz klar und ich bin nicht gegen das. Aber wissen Sie, wenn man in eine Rezession kommt... Nein, überhaupt nicht. Aber wenn wir in eine Rezession kommen und die Zuwanderung trotzdem anhaltet, dann kommt plötzlich Konkurrenz am Arbeitsplatz. Soll jetzt ein Unternehmer die teurere, ältere Schweizer entlassen und durch jüngeren und darum billigeren Zuwanderer ersetzen. Das ist die Problematik, die dann nämlich jedes Unternehmen im Rahmen von dem Kostendruck, was ist, davor steht. Dann ist das Problem, wenn wir in eine Rezession kommen, steigt die Arbeitslosigkeit, wer zahlt die Arbeitslosenversicherung? Am Schluss zahlen das die Unternehmen zur Hälfte und alle inländischen Arbeitnehmer zahlen die andere Hälfte. Aber die Arbeitnehmer vom Ausland zahlen ja auch. Also wenn sie hier arbeiten, zahlen die auch in die Arbeitslosenversicherung. Wir können doch nicht einfach die Zuwanderung weiterlaufen in einer Rezession und die Arbeitslosenzahlen steigen. Wenn sie dann ausgesteuert sind, kommen sie in die Sozialversicherungen. All diese Probleme hat man ausblendet, weil wir bisher in einer Hochkonjunktur waren. In einer Hochkonjunktur kann man eine Freizügigkeit haben. Aber wenn wir in eine Rezession reinkommen, gibt es Probleme. Und darum kämpfen wir dafür, dass man die Freizügigkeit wieder muss können steuern. Zuwanderung in unser Land muss man wieder können steuern, vor allem in Rezessionen. Im Pflegebereich hat es ganz viele ausländische Arbeitskräfte. Und
Ich verstand überhaupt nicht, wie die jetzt uns Schweiz schaden oder der Wirtschaft schaden, weil wir selber, wir haben gar nicht genügend Personal, dass wir ein Spital heute so aufrechterhalten könnten. Frau Bernasconi, es hat nicht nur im Pflegebereich einen Haufen ausländische Arbeitskräfte. Nein. Es hat vor allem auch viele ausländische Patienten in unseren Spitälern. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen, wenn sie mal durch die Spitäler laufen. Ich bin jetzt in letzter Zeit aus familiären Gründen relativ viel in den Spitälern gewesen. Es hat viele ausländische Patienten und das ist natürlich ein Folge von dieser ganzen Situation. Wir sagen ja nicht, wir dürfen keine ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr haben. Aber wir sagen, wir müssen das wieder steuern können. Es braucht Verhandlungen mit der EU, dass die Schweiz in einer Rezession Zuwanderung steuern kann. Wie finden Sie den Joe Jimenez als Novartis-Vorsteher oder Chef? Das ist ja auch ein Ausländer. Ich habe ja schon gesagt, wir sind nicht dagegen, dass wir ausländische Arbeitskräfte brauchen in unserer Wirtschaft. Aber man muss es können steuern. Jetzt nur noch schnell. Der Herr Jimenez ist meines Wissens nicht aus der EU, sondern er stammt aus einem Drittstaat. Und die unterliegen heute schon Kontingent, ungefähr ein Drittel von den Arbeitnehmern, von den ausländischen Arbeitnehmern in der Novartis kommt aus Drittstaaten. Ja, aus den USA, Indien, aus China, aus Japan, aber Korea. Aber sind ja auch Zuwanderer. Ja, aber also dort Migranten, haben wir eine Steuerbarkeit. Migranten. Weil dort haben wir ein Kontingentierungssystem. Und uns schwebt vor, dass wir halt auch bei der EU müssen wieder eine gewisse Steuerbarkeit bekommen. Also quasi alle Wirtschaftsexperten sagen eigentlich, dass die Bilaterale uns Reichtum gebracht haben und Wirtschaftswachstum, sie bestreiten das in diesem Fall? Nein, überhaupt nicht. Sie unterstellen mir wieder Sachen, die nicht stimmen. Wir sind ja die Ersten, die dauernd gekämpft haben gegen einen EU-Beitritt. Mit Erfolg. 1992 hat es angefangen. Wir sind nicht beitreten, ja. Mit Erfolg. Und jetzt sagen ja alle Parteien während der Wahlen, das ist gar kein Thema. Der Bundesrat hat bereits auf Mittwoch nach den Wahlen, auf den 26. Oktober, eine Klausur angesagt zur Frage, ob sich die Schweiz näher an die EU anbinden soll. Übernahme von EU-Recht, sogar von EU-Gerichtsentscheid, das wird dort zur Diskussion stehen. Und wir wehren uns gegen das. Wir sind doch die Schweiz und wir sind einfach mitten in Europa und wir müssen mit den anderen Ländern zusammenarbeiten, wirtschaftlich Richtig. Wie auch. Und dass man heute im Moment, wie die Situation ist, wäre es glatte Selbstmord, sage ich jetzt mal übertrieben, wenn wir würden sagen, wir wollen in die EU. Frau Bernasconi, Sie verdrehen einem immer das Wort im Mund. Nein. Es geht ja nicht um das, dass wir eine Insel sind, habe ich noch nie gesagt. Die Schweiz ist das weltoffenste Land auf der Welt, behaupte ich. Weil kein anderes Land hat pro Kopf von der Bevölkerung so viele Investitionen im Ausland. Dank wir sind das weltoffenste Land. Nein, die Grünliberalen sind ja erst gerade gekommen. Also sicher nicht dank der SVP sind wir das weltoffenste Doch. Land. Weil wir sind Doch, wirtschaftsliberal. Ja, aber nicht offen gegenüber Ausländern, Ausländerinnen. Nein, sind sie nicht offen. Weltoffen heisst nicht, dass man sich einbindet, dass man sich unterzieht fremdem Recht. Gegen das wehren wir uns. Ich sage immer, es ist wie wenn ich ein Unternehmen habe, einen Kleinbetrieb habe. Dann muss ich vielleicht bei einem grossen zusammenarbeiten, einen Vertrag machen, dass ich dem liefern kann. Aber ich tue mich doch nicht so weit dem unterziehen, dass er mir alles diktieren kann. Ich muss noch Mitbewerber haben, dass ich frei bin. Ja, klar. Und so sehe ich auch die Schweiz. Die Schweiz muss frei und unabhängig sein, darf sich nicht in die EU einbringen, näher, darf wir sich nicht annähern, darf sich annähern, aber sie darf nicht EU-Recht und EU-Richter übernehmen. Ja. Für das wäre ich mir, dass auch unsere Jungen in Zukunft frei und unabhängig können entscheiden können. Wenn es nach Ihnen würde gehen, wie noch wollen wir an der EU anbinden, beziehungsweise wollen wir sogar in der EU? Nein, in der EU ganz klar nein. Also für mich ist es ganz wichtig, dass man zusammenarbeitet, und zwar wirkt über den Tellerrand raus. Und die Autonomie, klar braucht es eine Autonomie, aber mit ganz, ganz vielen Fäden zu allen anderen. Es ist wie ein Netz und es ist ein Netzwerk Europa. Und für das, finde ich, kann sich die Schweiz nicht einfach ein Loch quasi drin machen. Aber ich möchte noch etwas sagen. Ich bin wahnsinnig erstaunt, dass Sie sagen, dass die Schweiz das offenste Land ist. Und ich würde sagen, sie wäre das offenste Land, wenn die SVP nicht so fest immer Grenzen zu machen. Also ich nehme wirklich etwas mit aus dem Gespräch. Das ist einfach eine ewige Trugschlussen Unterstellung der Medien. Wir sind ein weltoffenes Land, wir müssen das auch in das Zukunft sind wir, dank und wichtig der SVP, ist, Frau Bernasconi, dass wir uns nicht an die EU binden. Weil
Sie sagen, die EU ist in einer ganz tiefen Krise. Wenn wir uns noch stärker dort anbinden, also, dann schlittern wir in die Krise rein. Ist in der Krise. Wir müssen Euro, mit allen Ländern von dieser Welt gute Beziehungen haben. Mit den Amerikanern, auch die sind in einer Krise. Und darum ist es wichtig, dass wir mit China, mit Indien, mit den asiatischen Ländern gute Beziehungen aufbauen. Ja, die muss man vorantreiben. Es geht wie in einem Kleinbetrieb. Man muss diversifizieren. Man muss mit verschiedenen Ländern gute Beziehungen haben. Aber das ist unser sage Ziel. Ich ja, das ist ein Netzwerk. Das ist nicht eine Insel, die Schweiz und abgeschottet. Das hat ja gar niemand aber gesagt. Die SVP, so wie ich sie verstanden, wie sie sie jetzt nicht darstellen, die will einfach die Schweiz, eine Mauer drum, vielleicht die chinesische Mauer drum und einfach drinnen und dann super produzieren. Wissen Sie, Frau Bernasconi, da haben Sie eine falsche Vorstellung von der SVP. Sie haben sich noch gar nie ernsthaft mit unserer Partei auseinandergesetzt. Lesen Sie mal unser Parteiprogramm. Dort steht das drinnen, dass wir ein weltoffenes Land sind. Ich muss es nicht lesen. Lesen Sie es bitte und tun Sie nicht immer nur das, was in den Medien kolportiert wird, einfach für ein paar Münzen nehmen. Herr Bader, die meisten Menschen lesen kein Parteiprogramm, sondern sehen Inserat. Haben Sie das Gefühl, dass wenn man aus dem Ausland zu Basel am Bahnhof kommt und Plakat sieht, stopp die Masseneinwanderung oder Kosovaren schlitzen Schweizer auf, haben Sie das Gefühl, dass Sie da im weltoffensten Land der Welt angekommen sind? Das weiss ich nicht, aber wichtig ist, dass wir auf die Probleme hinweisen. Wissen Sie, ein Land, das die Probleme nicht beim Namen nennt, wo Tabu macht, wo einen Deckel über die wirklichen Probleme macht. Das ist ein schlecht beratenes Land. Wir haben doch ein riesen Problem in unserem Land. Das ist die zunehmende Kriminalität. Der Professor Kilian hat kürzlich gesagt, jetzt haben wir das Niveau von den EU-Ländern erreicht in Sachen Kriminalität. Man hätte fast das Gefühl, das sei ein Erfolg. Aber für mich ist das ein ganz böser Misserfolg. Das darf doch nicht sein. Wir sind lange das sicherste Land gewesen. Wir haben weltweit das sicherste Land gegolten. Und jetzt müssen wir wieder etwas unternehmen dafür, dass wir wieder mehr Sicherheit bekommen. Und dann muss man das Problem beim Namen nennen. Und es ist halt eine überproportionale Ausländerkriminalität bei uns vorhanden. 60-70% der schweren Verbrechen werden von der ausländischen Bevölkerung begangen. Und da darf man nicht einfach wegschauen. Darum haben wir auch die Ausschaffungsinitiative lanciert. Es ist wichtig, dass wir das Land wieder sicherer machen. Weil Sicherheit, und jetzt komme ich zurück zur Wirtschaft, ist der ganz wichtige Standortfaktor von unserem Land. Nur wenn die Unternehmen sich hier sicher fühlen, wenn sich die Mitarbeiter, die Vertreter von diesen Unternehmen in unserem Land sicher fühlen, dann sind wir auch attraktiv. Es hängt nicht nur von den Steuern ab und von der Bildung und von der Infrastruktur, sondern ganz wichtig auch von der Sicherheit. Sind Sie im Facebook? Nein, ich bin nicht im Facebook. Weil dort ist nachdem, was die Schweiz also vielleicht hat man irgendjemand eine Website gemacht, aber offiziell bin ich nicht. Weil, wo die Schweiz gewonnen hat gegen Rumänien, wo der Cerdan Shaqiri ja die 3 Goal geschossen hat, ist das Plakat von also gegen die Masseneinwanderung ist gross gestanden, nicht gegen Masseneinwanderung, sondern Kosovare rettet die Schweiz. Ja, das habe ich auch gesehen. Also, das ist doch... Aber wir haben ja gar nichts gegen die ausländischen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Das ist ja gar kein Ausländer mehr. Das ist ein Schweizer, der Herr Shaqiri ist ein Schweizer. Wir haben ja gesagt, dass nur die Ausländer, die sich nicht an unsere Regeln halten, die müssen unser Land verlassen. Wer sich an unsere Regeln hält, der darf hier bleiben, das ist ja ganz klar. Und die brauchen wir auch, die haben wir ja als Arbeitskräfte in unserer Wirtschaft integriert. Ja, aber wenn jemand ein Landjäger in einer Alphütte stiehlt, dann, wenn er ein Ausländer ist, wird er ausgeschafft und wenn sie eine Schweizerin ist, dann darf sie hier bleiben. Das ist ja auch sie absurd. Sie wissen genau, dass das ein dummes Beispiel doch, ist. Doch, aber in der Arena ist das vertreten worden, ein Landjäger vom Herrn Bortoluzzi, Ihrer Parteikollege. Was natürlich schon ein Problem ist in unserer Region, gerade in unserer Region, sind die bandenmässigen Einbruchdiebstähle. Die machen ganz viel Quartier unsicher. Und da müssen wir etwas machen. Wenn wir so etwas verwünschen, dann müssen wir halt Konsequenzen ziehen. Ja, finde ich auch. Da sind wir einer Meinung, aber ich kann es nicht Es geht nicht um einen Landjäger in der Alphütte, sondern es geht um die Einbruchdiebstähle in unserer Region. Aber genau auch den Landjäger, weil alle, die das Gesetz brechen, alle, egal wie schwer das ist. Eingenommen. Und es ist nicht unsere Initiative, wissen Sie, Frau Bernasconi. Doch, ist Sie verwechseln etwas. Mittlerweile hat das Schweizer Volk die Ausschaffungsinitiative mit einer klaren Mehrheit angenommen, hat den Gegenvorschlag vom Parlament abgelehnt und der Bundesrat weigert sich jetzt, die Ausschaffungsinitiative 1:1 umzusetzen. Und darum haben wir am letzten Samstag beschlossen, dass wir halt noch eine zweite Initiative machen müssen, dass man im Willen vom Schweizer Volk, im demokratischen Willen kann zum Durchbruch verhelfen.
Letzte abschließende Frage. Was machen Sie am Abend vom 23. Oktober? Vom 23. Da festen wir Grünliberalen ganz sicher. Egal, wie das Resultat ist, wir festen. Und ich hätte natürlich wahnsinnig Freude, wenn ich Nationalrätin wäre, ab dem 23. Oktober. Herr Badl? Ja, wir werden das Resultat analysieren. Der Auftrag, den uns die Wählerinnen und Wähler mit diesem Resultat geben werden. Und dann werden wir das umsetzen in eine Politik zugunsten von unseren Wählerinnen und Wählern. Und das wird heissen, die Unabhängigkeit, die Freiheit von diesem Land zu bewahren, vor allem wenn der Bundesrat zwei Tage später das Gegenteil will machen. Da werden wir sofort müssen ankämpfen dagegen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Wahrscheinlich bleibt bis nicht viel Zeit zum Festen, nicht wegen dem Resultat, sondern wegen dieser wichtigen Aufgabe, die wir in die Hose müssen. Machst du eine Abmoderation? Eine schöne. Dass es das war. Mit den Gästen und das ist dann nächste Woche wieder. Genau. Ja. Das war es vom Wahlduell von Radio Basilisk und der Basel Landschaftlichen Zeitung. Ein Zusammenschnitt von dem Interview können Sie am Samstag in der Basel Landschaftlichen Zeitung lesen.